Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 2, das Remake. Leon, hör doch mal auf, immer so zu atmen wie so eine kleine Diva. Also der Typ ist wirklich eine kleine Diva, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich, seit ich euch verabschiedet habe, nichts anderes getan, als hier rumzustehen und rauszutappen und weiß nicht, Musik zu hören, um mich abzulenken. Und ich habe für mich jetzt persönlich entschieden, ich will jetzt sofort eine gewisse Dame sehen, die ich noch nicht gesehen habe in diesem Spiel, die aber zum Leon-Part unbedingt dazugehört. Ich will nicht zu sehr spoilern, aber alle von euch wissen natürlich, was gemeint ist. Wer gemeint ist, ganz klare Sache. Ist das hier etwa so eine Sache, wo wir irgendwie das Teil von der... Ich bin leicht irritiert. Ist das hier tatsächlich der Moment, in dem wir feststellen, dass wir potenziell hätten dieses komische Ventil mitnehmen müssen und es benutzen müssen? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Okay, wir verbinden erstmal die beiden Schießpulver miteinander. Ich überlege gerade, ich packe mal die Bretter weg. Also Heilung will ich ehrlich gesagt mitnehmen. Ich traue dem Braten nicht. Und ja, Blendgranaten können wir... Ja, aber dann können wir uns nicht wehren gegen Angriffe, ne? Das ist dann immer das Manko. Ich würde aber das rote das rote Kraut würde ich mitnehmen, obwohl... Ach komm, wir haben... Ach meine Fresse hier, wir haben genug Platz. Ist doch scheißegal. Wir nehmen es einfach mal mit. Wir nehmen die Blendgranaten trotzdem mit. So. Gespeichert habe ich jetzt, ja, aber ich speichere einfach nochmal, weil jetzt habe ich ja Sachen verändert. Hahaha. Einen Weg rausfinden. Ach, guck mal, vorhin war noch so, oh, finde drei Medaillen. Und jetzt geben wir uns schon damit zufrieden, dass unser aktuelles, momentanes Ziel ist, einen Weg herauszufinden. Ja, Mensch. Der Anspruch sinkt. Wahrscheinlich haben die festgestellt, oh, die Alte spielt scheiße. Wieso beleidige ich mich eigentlich selbst? Ich meine das ja nicht beleidigen zu mir selber. Ich würde euch ja jetzt breite Vorträge dafür halten, dass ich das mit mir selbst besprochen habe, aber das wäre creepy. Oh mein Gott. Ja, und damit beende ich ja auch schon den Part. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ach, scheiße. Was ist denn das für eine Kack-Porno-Kellertreppe? Ja, natürlich haut jetzt der Fahrstuhl ab. Ach nee, die Tür ist einfach nur zugegangen. Ich dachte, der Fahrstuhl haut auch ab, weil er sich denkt, ne, die Scheiße kannst du schön alleine machen. Kein Bock. Hallo? Ist hier etwa ein Autohaus? Nein. 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 Haben wir eine Karte für das Gebiet? Haben wir auch nicht. Nein. Oh. Okay. Eine Handgranate. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Tötet Gegner im Wirkungsbereich garantiert. Ach, garantiert? Okay. Tötet Gegner. Das heißt, wir haben hier keine spezifische Definition von Endboss, random Zombie, der gerade rumläuft. Irgendwas anderes, was uns so über den Weg läuft. Kinder. Was? Tötet Gegner. Okay. Garantiert. Das ist eine Garantie. Kann zum Kontern verwendet werden. Ach so, das ist ein... Ach so, das ist so ein Verteidigungswerkzeug. Hä? Ausgerüstete Nebenwaffe wechseln. Ach du meine Güte. Ach so, ich kann auswählen, ob ich entweder die Blendgranaten, das Messer, was wir nicht mehr haben, das steckt jetzt tief im Kopf eines Zombies, oder die Handgranate möchte. Ha. Hier liegen... Sind das Waffenteile? Sieht aus wie Waffenteile. Es sind Waffenteile. Okay, cool. Das heißt, wir können hier auch unsere Waffen so ein bisschen aufpimpen. Cleaning in progress. Ja, das sehe ich. Hier sieht es total gecleant aus. Meine Befürchtung momentan ist nur, dass ich mich erinnere, dass in diesem Part, im Originalteil, ab dem Punkt, wo wir in diese komischen... Ja, wie soll man sagen, in diese Fabrik, Industrie, Hinterhof, was weiß ich, ja, Begebenheiten, in diese Räumlichkeiten, sagen wir es mal so, in diese Räumlichkeiten, in diese Industrie, Fabrik, Räumlichkeiten eingedrungen sind. Im Originalspiel kommen ab hier die Hunde.
Und noch anderes Gesockse, was wir... Fucking. Oh, guck mal, das. Oh, das Licht hier ist so schlecht. Oh Gott, das Licht ist so schlecht. Das passiert übrigens, wenn man die Grafik auf komplett niedrig stellt. Weil die Grafikkarte nicht den Ansprüchen genügt. Ich meine, weil alles auf Ultra ist und euer Monitor immer noch nicht richtig eingestellt ist. Ja, ja, genau daran liegt's. Aber ich möchte nicht. Ich erinnere mich gerade schmerzlich daran, dass wir hier ja irgendwie am Ende auch noch einen Endboss haben und das Ganze ja richtig beschissen wird. Ich hege gerade wenig Sympathien für diese Vorstellung von dahin, wo sich das Game hin entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals irgendwem gestanden habe. Habe ich euch das jemals in einem Let's Play verraten? Ich weiß das gar nicht. Aber die meisten Let's Plays, oh mein Gott. Die meisten Resident Evil Teile sind bei mir immer so, dass die mir am Anfang immer sehr gefallen. Also die das Anfangssetting gefällt mir immer sehr, sehr gut. Zum Beispiel, nehmen wir mal Teil 1, weil das ist der beste. Also, ja, Resident Evil 2 auf der PlayStation 1 ist auch ein mega tolles Spiel. Nichts zu kritisieren, aber komm, Teil 1 ist Teil 1, ne? Machen wir uns nichts vor. Außerdem, da ist das Jill-Sandwich, da ist Barry! Und generell, ne? Also, ja, oder halt Chris und Rebecca. Wie auch immer, wie man es nimmt. Die Sache ist halt nur, mir gefallen die Resident Evil-Teile immer am Anfang. Manchmal auch noch in der Mitte. Aber das Endszenario, weil es dann immer in irgendein Labor geht oder irgendeine unterirdische Anlage oder irgend sowas, das ist nie mein Lieblingssetting. Das ist alles immer sowas, wo ich sage, na, das... Wisst ihr, es ist vom Mapping her nicht schön. Ah! Oh! Oh. Alter. 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 Boah. Alter. Okay, mein Herz hat wieder angefangen zu schlagen. Wir können weitermachen. Ist das hier ein Kampf? Nee. Oh. Oh, fuck. Hier ist eine Sackgasse. Daneben. Hat er gerade Umbrella gesagt? Okay, meine Lieben, ich weiß, wer das ist. Es ist Birkin. Die Geschichte von ihm werden wir sicherlich noch feststellen. Oh, fuck. Oh. Ja, wir kombinieren das mal und probieren uns mal so wegzudrehen. Cool. Ich glaube, wenn der uns erwischt, wird das ein bisschen fatal. Und damit meine ich fatal. Ist der Kampf schon in eine weitere Phase? Oh, das Auge ist sichtbar. Oh, fuck. Fuck. Ui. Oh, fuck. Oh, fuck. Lauf, 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 Leon. Leon, komm, komm, komm. Oh, fuck. Also, der darf uns mit Sicherheit nicht erwischen. Oh, fuck. Hilf mir.
Scheißdreck helfe ich dir, Junge. Okay, hätte ich gewusst, dass hier so ein... Verdammt. Wo ist der? Ich glaube, ich sollte mich vielleicht doch mal heilen. Zum Glück habe ich das erste Whispray dabei. Ja, au und a kann ich auch. Meine Fresse! Alter! Ist er dann für den Moment unverwundbar? Oder was ist das Problem? Oh fuck! Ah, scheiße! Ist das jetzt so wie in den anderen Teilen? Nee, komm! Damit sich das Auge zeigt, muss ich das wieder so ein bisschen... Es tut weh. Ja. Sorry. Jetzt kommt das Auge raus. Jetzt habe ich es gesehen oder gehört. Okay. Aber jetzt ist der Typ ein bisschen unberechenbar. Kann das sein? Komm, bitte, bitte, bitte. Schnell, schnell, schnell. Leon, komm. Und jetzt habe ich keine Muni mehr, ne? Super! Okay, komm, wir laufen. Hui! Uhuhuhu. Oh! Fuck! Au! Okay, cool, nett von euch, danke! Scheiße, lauf, 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 lauf! Oh Gott! Jetzt ist er wieder Birkin. Wer den zweiten Teil von der PlayStation kennt, also wer das Original kennt, der wird sich hier nicht wundern, was der Typ für ein Problem hat und wer das ist und was er mit Sherry meint und tralala. Das ist alles kein großartiges Geheimnis, das muss man dazu sagen. Ich habe keine Muni mehr für die Shotgun und die Pistole sieht auch ziemlich mager aus. Wir haben Probleme, Leute. Ich bin mir gerade unsicher. Okay, ja, 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 ja. Ah, der Controller macht das. Oh, fuck, ich muss hier weg. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Weg, 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 weg. Leon, komm, beweg dich bitte. Komm, bitte stirb doch einfach, meine Fresse, Junge. Oh, Gott sei Dank. Oder das war jetzt nur so ein... Komm. Komm. Bitte. Aber gut gemacht. Und zufällig fällt genau jetzt eine Leiter runter. Mensch. Jemand beobachtet mich. Wer könnte das nur sein? Keine Ahnung. So.
Aber Leon, vielleicht wirst du in ferner Zukunft irgendwann mal in einem spanischen Dorf landen. Lern schon mal Spanisch, das könnte dir vielleicht helfen. Wenn die Dorfbewohner sowas rufen wie Unfallstellung oder was weiß ich. Dann kannst du vielleicht damit was anfangen. Und dann kannst du vielleicht auch mit dem Foreshadowing was anfangen, was hier gerade stattfindet. Ich habe alles aufgesammelt, so wie es aussieht. Das ist sehr unbefriedigend tatsächlich. Ich glaube, ich habe hier mehr eingesteckt, als ich hätte einstecken müssen. Und ich habe mehr Muni verballert, als ich hätte verballern müssen, weil ich eigentlich nur hätte warten müssen, bis den Typen da der Wahnsinn ergreift. Aber naja, gut. Solche Sachen sind dann immer nicht zu ändern. Das wissen wir alle. Wir haben unseren ersten Bossfight bestanden. Mensch, da würde ich mir fast schon selber auf die Schulter klopfen, wenn ich das nicht für affig halten würde. Außerdem haben wir hier Schießpulver. Schießpulver. Und sonst nix. Kein nix. Also, oh, grüne Pflanze. Okay, super. Dankeschön. Haben wir noch was? Okay. Scheiße, ich hätte das mal testen sollen, bevor ich die grüne Pflanze aufgesammelt habe, ob das hier dann auch gültig ist, dass die Abschnitte rot markiert sind. Und ich muss mir unbedingt eine andere Position für den... Controller. Ich habe mir jetzt auf meinen Teppich geworfen, da ist nicht so viel Spannung, dass man sagen könnte, oh, wenn der vibriert, dann kriege ich einen Herzinfarkt, weil gerade im Kampf hat er auch wieder angefangen zu vibrieren. Okay, hier kann man offenbar einen Hebel betätigen und hier geht's in eine dunkle Parallelwelt. Ach so, okay, der Hebel betätigt die Plattform. Klassiker. Boah, wenn jetzt Ashley kommt und die Todesfeuerballkugel beschwört und dann irgendwelche Typen kommen und die in die Lava tragen wollen, ey, wir lassen sie einfach gehen, ohne Scheiß. Für alle, die nicht wissen, wovon ich spreche, guckt mein Resident Evil 4 Let's Play. Boah, hier kann man ja permanent schamlos Eigenwerbung machen. Oh! Jetzt fällt mir gerade was ein. Es gibt in Resident Evil 2... ich glaube sogar im Leon-Part. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber es gibt eine schöne Szene zwischen einer, naja, Protagonistin, die wir noch kennenlernen, und einer anderen Nebenfigur. Eine wunderbare Szene, die mit zu meinen aller Lieblingsszenen gehört, die es hier gibt in diesem Spiel. Und generell überhaupt, weil ich mich da so bepisse vor Lachen, wenn die Szene passiert. Hoffentlich ist sie dabei. Wenn die nicht dabei ist, bin ich eingeschnappt. Aber nur ganz kurz. Safe-Raum. Okay. Ist ja auch Munition oder so? Oder soll ich einfach so rumlaufen? Hä? Also ich muss... Hä, noch eine Tasche? Ach so. Ach, es geht noch weiter. Ach so. Ich habe mit so viel Stauraum gar nicht gerechnet. Ich dachte so, ja, hier, begrenzter Stauraum, ist normal. Aber okay, cool. Nehmen wir mal so hin, sage ich jetzt mal, ne? Nee, die packen wir mal nicht weg. Shotgun behalten wir. Ich würde mir aber zur Sicherheit noch ein zweites Schießpulver mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, damit wir, ja, wir können uns ja... Ja, ist halt die Frage, ne? Erstmal speichern wir auf jeden Fall. Und für alle, die es interessiert, heute ist der 1.2. und es ist 23.34 Uhr. Ich habe gerade gekreischt. Ich hoffe, meine Nachbarn halten mich entweder nicht für übelst die Psycho, die in der Nacht irgendwie kreischt oder so, und machen sich hoffentlich auch keine Gedanken, weil es geht mir physisch gut. Psychisch könnte man rumdiskutieren. Aber naja. So. Wieso speichern wir schon wieder? Speichern bedeutet tatsächlich in meinen Gefilden immer entweder es kommt eine Cutscene oder ein Bosskampf. Also, obwohl es vorhin auch beim Blicker gespielt... Naja, was weiß ich. Also im letzten Part hat's... Oh, und wir haben eine Cutscene. Oh mein Gott, passiert jetzt... Passiert es jetzt? Na, da wollen wir doch hin. Oh ja. Oh ja. Das hier ist zumindest... Hä? Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Meine Güte.
Und wir haben die Hunde am Arsch, aber das macht jetzt nichts, weil das hier ist tatsächlich das Setting, was wir haben wollen. Okay, was ich haben will. Ich persönlich möchte, dass diese Szene endlich geschieht, so wie sie geschehen soll. Mist. Oh, nicht ohne Karte. Fuck. Braves Hundi. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir. Der hört bestimmt aufs Wort. Wer ist da? Aufgepasst. Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Yay! Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere, die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ha. Moment mal, das ist aber nicht die... Hey, ich hab noch nicht ausgeredet. Okay, tschüss. Das ist jetzt aber nicht die Art der Begegnung, die ich eigentlich haben wollte. Also schon, aber nicht in der Art. Seit wann, wenn es die gleiche Mademoiselle ist, die ich treffen wollte, seit wann ist die denn FBI? Da geht's in den Tod. Da gehen wir mal doch nicht hin. Leute, ich bin leicht irritiert, ehrlich gesagt. Das ist ziemlich bezeichnend. Und da ich Teil 6 gespielt habe und so, wenn auch sehr, sehr unglücklich. Aber mit der perfekten Hilfe von meinem lieben Zocker Andi, liebste Grüße gehen raus. Geil, wir haben eine Karte. Tiefgarage. Weiß ich, dass hier manchmal nicht so ist, wie es scheint. Aber gut, das soll uns jetzt nicht weiter irritieren. Aber die Dame begegnet uns im Originalspiel unter einer, wie soll ich sagen, anderen Voraussetzung. Wenn ich mich richtig erinnere, ist da so gesehen erstmal nichts mit FBI. Wir können hier in die Zellen offenbar nicht rein. Können wir rein? Nee. Na gut, wenn die Zellen abge... Ich weiß nicht, ich gehe lieber auf Nummer sicher und dann verballere ich halt eine Kugel und dann wissen wir, dass es, Ui! Hallo? Hey, ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Also was? Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt Sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Wenigstens hast du Zigaretten, die im Dschungelcamp haben weniger. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gibt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns... Oder... Scheiße. Es kommt. Was? Was kommt? Komm. Komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus!
Oh mein Gott. Oh ja? Wer ist da? Ich bin's nur. Na. Stecken Sie bitte das Ding weg. That's what she said. Ich weiß, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Er hat das S vergessen. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Oh, ihr werdet doch oft reden. Ich bin Ada. Oh, Ada, hallo. Was, ich meine... Ich schätze, das ist ein Deal. 178332? Wir haben die Kurbel. Jawoll. Nehmen wir mit. Wir haben irgendeinen Brief. Notiz, Gefängnis, Schaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt. Können Sie die zuständige Person... Er könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern. Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Ach nee. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag. Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Aha. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm. Ich meine, bittet ihn höflich darum. Das heißt, wir beklauen jetzt hier so einen armen Typen, der irgendwie probiert, den Schaltschrank zu reparieren. Okay, müssen wir offenbar die Schaltschrankteile ranschaffen, ja, damit wir hier quasi zu Ben und seinen... Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir die Zombies hier alle tot... Wenn wir die Zombies hier alle töten. Okay, es ist kein Strom da. Das heißt, wir müssen den Schaltschrank aktivieren. Dazu benötigen wir Teile. Diese Teile bekommen wir irgendwo anders. Wahrscheinlich hinter Tor Nummer 1. Was zu ist. Okay. Okay. Also hier ist der tote Hund. Wir müssen da hinten eventuell rein. Hier haben wir eine Tür, die ist verschlossen. Tiefgarage. Probieren wir mal die Tür hier vorne. Die grün leuchtet. Durch die können wir natürlich... Ach du meine Fresse. Heute ist nicht mein Glückstag, glaube ich. Hier gibt es einen Schießstand. Transformatorraum, der Zwinger. Ach du meine Güte. Eigentlich wäre mir am allerliebsten nochmal ein Speicherraum, weil der Part ist schon wieder am Ausklingen, sage ich jetzt mal. Boah, okay. Wir haben hier mal wieder reichlich Horror vor uns, so wie mir scheint. Was ich, wie gesagt, sehr, sehr positiv sehe. Es ist hier tatsächlich, wie ihr seht, weniger dieses, oh, wir müssen ballern, oh, wir müssen wegrennen, oh, wir müssen das machen. Klar, wenn man auf Gegner trifft, dann ist man erstmal beschäftigt, weil die sind schnell, die sind von der KI her auch nicht strunzdumm, blöd, dämlich. Es ist gut gemacht. Also ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Gar nicht. Also ich bin tatsächlich sehr positiv beeindruckt. Weil wir haben ja, machen wir uns nichts vor, wir haben ja bei Resident Evil im Laufe der Geschichte immer mehr Entwicklungen gemacht, die zumindest mir persönlich als eingefleischte Resident Evil Freundin, die mir persönlich gar nicht zugesagt haben, weil sich das Game immer mehr in dieses Shooter-Genre... Oh, ich dachte gerade, da steht wer. Weil sich dieses Game halt immer mehr in dieses Shooter-Genre ein bisschen verabschiedet hat.
Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr gut gemacht. Es ist eine sehr schöne Mischung zwischen ziemlich Action, aber trotzdem dieses Horror-Element. Ich fand auch, dass Teil 7 das an sich, Teil 7 war nicht schlecht. Teil 7 muss man bloß einfach loslösen und ein bisschen distanziert sehen von der restlichen Reihe. Dann ist Teil 7 auch ein echt gutes Spiel. Was hingegen gar nicht geht, ist sowas wie Teil 6. Das war einfach nur scheiße und schlecht. Aber naja, gut. Dann werde ich jetzt hier erstmal speichern. Wir haben Ada getroffen. Der Höhepunkt meines Let's Plays ist damit erreicht. Also für mich persönlich, für euch gibt es bestimmt noch irgendwelche Höhepunkte, wenn ich mich nochmal vor irgendwas erschrecke. Aber bis dahin verabschiede ich mich erstmal und Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!